Okay. Ja, herzlich willkommen auf der intergalaktischen Erfahrungsreise heute Mittag zu meinem Vortrag Disk Space, The Final Frontier. Und ich dachte mir, ich mache das so ein bisschen als visuelle Erfahrungsreise, weil es sonst üblicherweise etwas trockener Stoff ist. Aber ihr werdet gleich sehen, ich habe das ein bisschen angehübscht. Ich bin Benedikt Reuschling, ich gebe normalerweise Talks auf Konferenzen im BSD-Umfeld und beschäftige mich mit ZFS, deswegen auch dieser Vortrag hier. Ich mache viel Tutorials, ich gebe auch eine Vorlesung, obwohl ich kein Professor bin, an der Hochschule Darmstadt zu Unix-Themen, und da ist ZFS auch ein Teil drin, und das ist aber bei mir leider immer sehr trockener Stoff, weil es artet dann immer so eine Folienschlacht aus, weil ich immer sehr viel Text produziere, aber relativ wenig Bilder da reinbringe. Das kriege ich auch immer so als Feedback. Und mit den neuen Tools, die uns KI und Language Models und wie sie alle heißen, DALL-E und Co. Liefern, dachte ich mir, hey, mach's doch mal genau das Gegenteil. Produziere ein paar Bilder und dazu den Text. Also, dass das Ganze ein bisschen aufgehübscht wird. Und dann dachte ich mir, hey, du könntest auch eine Story drumherum bauen, dass das quasi ein bisschen zugänglicher ist für das Publikum. Und das habe ich jetzt hier gemacht und versuche damit quasi so ein bisschen das Thema OpenZFS nicht so ein bisschen, nicht nur zu motivieren, sondern auch so ein bisschen unterhaltsam vorzutragen. Und das Ganze ist ein Experiment, es kann ziemlich schief gelaufen, oder ich sage, ja komm, das war jetzt vielleicht nicht so das beste Bild auf der Folie, aber hey, warum nicht, kann man doch mal ausprobieren. Was ich schon festgestellt habe bei diesen ganzen Bildgeneratoren, ich habe jetzt den von Bing verwendet, weil das keine besondere Vorliebe ist zu Bing, aber da ging es für mich relativ schnell, Bilder zu erzeugen. Bei den Bildern ist es so, wie mit Urlaubsbildern, man macht 100 Fotos und von denen schmeißt man hinterher dann 95 wieder weg, weil da kommen halt teilweise Bilder raus, die dann überhaupt keinen Sinn ergeben oder die Gliedmaßen und Proportionen überhaupt nicht stimmen. Gerade bei Menschen, also ich habe festgestellt, wenn man so Leute mit 6 Händen bekommt oder mehreren Fingern, die eigentlich da nicht hingehören, das ist halt schon irgendwie merkwürdig, obwohl der Rest des Bildes vielleicht okay aussehen würde. Also deswegen dachte ich mir, wir probieren das mal und lass uns einfach mal jetzt auf die Reise gehen zu den fernen Sternen. Es beginnt damit, dass eben der große Plan gefasst wurde, einfach eine Weltraumreise anzutreten und dazu ein entsprechendes Schiff zu bauen, das eben die Crew auch hinterher wieder sicher nach Hause bringt und unterwegs das Ganze sozusagen zusammenhält. Bei der Reise zu den Sternen soll auch die Galaxien natürlich erforscht werden und viele Daten gesammelt werden, wie das nun mal so passiert. Und dabei wurde sozusagen als zentrales Element der Schiffscomputer rausgesucht, weil eben da vieles zusammenläuft und auch da die Daten abgespeichert werden, die dann da gesammelt werden. Und die Ingenieure, die sich das ausgedacht haben in meiner fiktiven Story, die verwenden eben OpenZFS als Storage Pool, um da die Daten abzuspeichern und auch das gesamte Schiff irgendwie so zu kontrollieren und zusammenzuhalten. Und man hat gedacht, naja, die verwenden eine Standardbesatzung inklusive eines sogenannten Chief Storage Engineers, der oder die, ich habe das mal offen gelassen, sich um diesen Storage Pool kümmert, um das Interne, dass das funktioniert, auch weiter funktioniert und eben auch die Daten sicher abgelegt werden. Oder falls mal was passiert, in bestimmten Szenarien, dass man auch jemanden hat, der das Ding wieder zusammenbringen kann. Okay. Also machten sich die Ingenieure an das Werk, um eben dieses Schiff zu bauen, und naja, da wurden Pläne gewälzt und Pläne verworfen und wieder neue Pläne gemacht, um dann eben dieses Weltraumschiff zu ersteuern und dann eben auch viele interessante Konzepte da drin umzusetzen. Dann ging es natürlich auch an den späteren Bau des Schiffs. Also man merkt hier schon, da sind viele Ingenieurstunden reingeflossen und man hat dann auch verschiedene Designs gehabt, aber irgendeins am Schluss war dann wirklich flugfähig und man hat damit auch sozusagen das, die Werft verlassen können und hat das dann auch sozusagen mit einer Crew zusammen versucht, in den Weltraum zu bringen, und das hat dann in den ersten Startversuchen auch gut geklappt. Und dann wurde natürlich im Lauf dieses Baus natürlich auch dieser Raumschiffspeicher initial initiiert. Also man muss irgendwie mal anfangen, diesen Raumschiffpool, also dieser gesamte Storage in diesem Raumschiff wird zusammengefasst in einem sogenannten Pool. Und dieser Pool besteht aus mehreren Speichermedien, deswegen
kann man den auch später noch erweitern, indem man mehrere Speichermedien noch hinzufügt oder größere eben, um den Pool eben anwachsen zu lassen, wenn es nötig wird. Und das Kommando dafür ist eben zpool-create, um diesen Pool initial zu erstellen. Dann gibt man diesem Pool einen Namen. Man hat jetzt hier das Raumschiff, den Raumschiffsnamen genommen. Man kann den aber, solange das kein Schlüsselwort ist, beliebig vergeben. Ich habe den jetzt mal IGA 2023 genommen, weil 1701 war halt schon mehrfach vergeben. Und ich habe mir gedacht, naja, die wollen irgendwie eine Ausfallsicherheit haben, weil wenn die mal weit weg von der Erde sind, dann können die halt nicht mehr so schnell nochmal sozusagen eine Platte austauschen oder ein Storage-Medium oder vielleicht gibt es da nichts im All, was man schnell mal nehmen könnte. Deswegen haben sie quasi zwei Storage-Medien genommen. Was das jetzt genau für Medien sind, ob das ganz abgespacede Medien sind oder die klassische Festplatte, SSD, NVMe, das ist einmal dahingestellt. Das ist teilweise auch so ein bisschen futuristisch angehaucht. Aber ich vermute, dass in Zukunft, wenn ZFS sich so weiterentwickelt, auch mit zukünftigen Storage-Medien arbeiten kann, wie auch immer die aussehen mögen. Deswegen habe ich das hier mal offen gelassen, Medium 1 und Medium 2. Und das Mirror-Schlüsselwort hier bedeutet einfach, dass die mit einem RAID 1 aufgebaut werden. Das heißt, die Daten, die auf eine Platte wandern oder auf ein Speichermedium, die werden auf die andere Platte genauso gespiegelt, sodass man quasi parallel schreibt, was ein bisschen aufwendiger ist. Aber man, wenn man die Daten wieder lesen will, von beiden Medien gleichzeitig lesen kann, was das Ganze natürlich wesentlich beschleunigt. Und sobald man dieses Kommando abgesetzt hat, wird der Speicher initialisiert und ist nach wenigen Sekunden sofort verfügbar, im System gemountet. Also das wird auch alles von diesem zpool-create-Kommando übernommen und ist dann auch bereit, sofort I.O. zu nehmen. Das heißt, man kann sofort Daten draufschreiben und Daten auch wieder lesen. Also die muss nicht erst noch mit Nullen vollgeschrieben werden oder in irgendeiner anderen Form initialisiert, sondern dieses eine Kommando macht das. Okay, also dann ist der Raumschiffspeicher initialisiert und dann kann die Reise eigentlich sofort losgehen. Das heißt, die Besatzung geht an Bord und man verabschiedet sich natürlich, weil es ist halt eine längere Mission und dann weiß man halt noch nicht so richtig, wie lange man seine Freunde und Bekannten wieder sieht. Und dann wird natürlich erstmal so ein initialer Check angeordnet, damit man auch sozusagen startklar ist und alle Systeme nominal sind, wie man sie so schön bezeichnet. Und das kann mit einem Status-Check passieren. Das heißt, dieser Storage-Pool kann bestimmte Informationen über sich preisgeben, sozusagen wie gesund er ist oder es ist, mehr oder weniger. Also das erste Kommando da ist zpool-status. Das gibt eben einen Status aus, wie diese Storage-Medien, die diesem Pool angeschlossen sind, hier sieht man sie dann nochmal, wie es denen geht. Wenn da online steht, heißt es nicht, die sind irgendwo im Internet, sondern da wie unsere Drucker früher, die waren auch immer online. Und hier ist es genauso. Das heißt, diese Medien sind im System bekannt und verfügbar und können quasi Daten lesen und schreiben. Jetzt gibt es hier noch diese drei Spalten. Read, Write und Checksum. Das heißt, da werden, wenn da überall Nullen steht, das ist alles okay. Wenn da Werte stehen, die größer als Null sind, dann sollte man sich vielleicht nochmal angucken. Denn da wird quasi von dem Pool ausgegeben, ich habe da irgendein Problem. Entweder beim Lesen, beim Schreiben oder bei beiden vielleicht, wenn das Gerät schon so dem Ende hinzugeht. Oder den Prüfsum. Das heißt, jedes Mal, wenn ich I.O. tätige, entweder lesen von der Platte oder schreiben auf die Platte, wird eine Prüfsumme gebildet. Und beim Schreiben wird eben diese Prüfsumme mit den Daten zusammen abgelegt. Und beim Lesen wird diese Prüfsumme mit den Daten gelesen und mit der Prüfsumme verglichen, die das Schiff oder die CPU von diesen Daten berechnet hat und dann eben verglichen mit den Daten, mit der Prüfsumme, die dazu gespeichert wurde. Und wenn die beiden nicht übereinstimmen, dann wird hier eben als Checksumme ein Fehler ausgegeben an dieser Stelle. Dieser zpool-Status zeigt mir quasi also den Status an, wie gesund ist mein Pool, aber das zeigt mir noch überhaupt nichts, was ich überhaupt an Speicherkapazität habe. Dafür brauche ich ein zweites Kommando, das ist das zpool-list-Kommando da unten. Und da werden verschiedene Namen ausgegeben, also der Name meines Storage Pools, mit dem spreche ich nämlich immer diesen gesamten Storage Pool an. Also ich muss jetzt nicht sagen Platte 1 oder Gerät 2 oder Speichermedium 15, sondern ich kann da genau alle diese zusammengefassten Speichermedien ansprechen. Da gibt es eine Größe, da gibt es eine Menge an Allokationen, wie viel da schon gespeichert wurde. Vielleicht haben die Ingenieure da so ein paar initiale Computerdaten schon draufgespielt. Oder das Basisbetriebssystem von dem Raumschiff, das könnte ja auch schon eine Menge Speicher benötigen.
Und da wird natürlich der freie Speicher angezeigt. Ich habe da jetzt mal Werte eingegeben, die ich mir denke, könnten für ein Raumschiff interessante Werte sein oder relativ große Speicher. Man kann die aber relativ klein halten. Man kann damit Megabyte anfangen, wenn man überhaupt so kleine Speichermedien hat. Also das lässt sich beliebig in Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Exabyte. ZFS ist 2 hoch 128 allokierbar. Das heißt, man kann da relativ viel speichern und kommt nicht an irgendein Limit. Das heißt, man hat da relativ große Zukunftssicherheit. Okay. Dann sieht alles soweit gut aus. Also all systems go. Wir können starten und dann verlässt die Eager auch das heimische Sternensystem. Und fliegt nun mal los ins Unbekannte, um eben seiner Mission die Daten zu sammeln und die Galaxie zu erforschen, nachzugehen. Und die erste Begegnung findet sozusagen mit den Redundanten statt. Die habe ich mal so genannt, oder die nennen sich selber so. Am Tag 23, seit Missionsbeginn, die Crew checkt natürlich regelmäßig den Status des Pools und wie es ihr selbst natürlich auch geht, ne? Alles healthy. Und eines Tages erfassen eben Sensoren einen nahegelegenen Nebel, ein paar Lichtjahre voraus. Und der Captain beschließt eben, diesen zu untersuchen, was eben dieser Forschungsmission entspricht. Und dann fliegen die halt dahin, ne, zu diesem Nebel. Das kann natürlich auch ein bisschen dauern, aber wir sind ja hier mit Hyperlichtgeschwindigkeit unterwegs. Da brauchen wir nicht lange warten. Und dann sind wir auch schon da. Das heißt, der Nebel liegt da vor uns und unsere Sensoren sind alle fleißig am Daten sammeln und Forschungsdaten abspeichern auf dem Pool. Und plötzlich kommt eine Nachricht, dass Sensoren eben ein fremdes Schiff melden, das auch in diesem Nebel unterwegs ist. Und da wird natürlich die Grußfrequenz aktiviert und eine Grußbotschaft gesendet, na, wie man das halt so macht. Und dann kommt auch eine Antwort, ja, wir sind also das Volk der Redundanten, wir sind hier auf einer Forschungsmission. Da sagt der Captain, oh super, das passt ja genau zu dem, was wir auch machen. Und lass uns das doch bei einem gemeinsamen Abendessen auf der Eager genauer besprechen. Vielleicht kommen wir da auf gemeinsame Forschungsergebnisse. Und die Redundanten, das ist halt so ein bisschen merkwürdig bei denen, da ist alles redundant. Das heißt, die wiederholen immer alles. Also bei der Antwort auch gerne, gerne. Und da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist halt redundant. Ne? Die machen das nicht ohne Grund, sondern die versuchen halt, wenn eine Person ausfällt bei denen, dann kann die andere sozusagen dieses Kommando nochmal wiederholen. Und dann sieht man die halt hier beim Abendessen und dann tauscht man sich quasi aus. Naja, wie ist eure Mission so gelaufen und wie macht das ihr so, wie man das halt so macht, wenn man sich so langsam beschnuppert mit fremden Wesen. Nach dem Abendessen wird eine Schiffstour angeboten, das heißt, die können mal so das Schiff besichtigen und die Ingenieure können dann auch so ein bisschen angeben und zeigen, was da so passiert. Und die Redundanten sind eigentlich relativ neugierig, haben natürlich auch ihre eigene Schiffstechnologie, die teilweise weiter ist als unsere eigene oder an vielen Stellen anders einfach. Und als sie von dem Chief Storage Engineer den Pool gezeigt bekommen, schlagen sie eben vor, dass man den einfach in den RAID 10 erweitern könnte, um die Ausfallsicherheit in so einer Deep Space Mission einfach nochmal zu erhöhen. Und sie haben auch eigene Speichermedien dabei, die man dafür verwenden könnte, an diesen Pool anschließen könnte. Und nach einer kurzen Beratung schlägt der Chief Storage Engineer einfach mal vor, das Ganze zu simulieren, bevor man das dann wirklich in echt einbaut, will man erstmal schauen, wie das dann aussehen würde. Und dann machen sie das, also die simulieren das Ganze. Ich kann das Ganze nämlich erstmal dem System sozusagen vorgaukeln oder so einen Dry Run machen mit dem -N-Kommando, ohne dass es dann wirklich auch ausgeführt wird. Und dann schaue ich mir quasi an, was hinterher dann dabei rauskommen würde. In dem Fall würde ich quasi zwei neue Platten oder Speichermedien, die habe ich hier mal Alien Disks genannt, um die von den bisherigen Speichermedien zu unterscheiden. Die wird man da quasi dranhängen und dazu gibt es das Z-Pool-Add-Kommando. Das heißt, es ist eigentlich eine relativ einfache Kommandozeile, wo man schon so ein bisschen an dem Sprechweise oder wie das Kommando dargestellt wird, erkennen kann, was da gemeint ist. Das heißt, ich möchte zu meinem Pool, der Eager 2023 heißt, einen weiteren Spiegel hinzufügen, der aus Alien Disk 3 und Alien Disk 4 besteht. Und ich will das Ganze aber jetzt noch nicht machen, sondern ich will es erstmal simulieren, deswegen dieses -N-Kommando. Und dann gibt eben der Pool aus, wie er dann aussehen würde, wenn wirklich dieses N nicht mehr dabei gewesen wäre. Das heißt,
Der Bordcomputer gibt dann aus, ich würde den IGA 2023 Pool, der auch so heißt wie das Schiff, zu der folgenden Konfiguration updaten. Und dann sieht man jetzt, ist hier eine weitere Ebene hinzugefügt worden, und zwar Mirror 1. Mirror 0 war schon vorher da. Das heißt, diese Ebenen hier, das sind die sogenannten VDEVs. Bei ZFS heißen die VDEV, Virtual Dev. Unter denen findet quasi die eigentliche Redundanz statt. Wenn das Schlüsselwort nicht da ist, dann hat man einen schnöden RAID 0 Pool und der ist halt schnell weg, wenn halt ein Gerät über den Deich geht. Das heißt, auf dieser Ebene findet die Redundanz statt und alle Geräte, die sich unterhalb dieser VDEVs befinden, die führen quasi die Redundanzoperation aus. Das heißt, hier in dem Fall ist es die Spiegeloperation RAID 0, RAID 1. Und hier ist der Sonderfall, dass ich hier sogar einen RAID 10 gebaut habe. Ich heiße, ich habe zwei Spiegel, die mit einem RAID 0 zusammengefasst sind und intern machen die quasi einen Spiegel miteinander, also Daten, die auf eine Platte kommen, werden auf die andere weiterkopiert und umgekehrt und das eben in einem Zweierverbund. Hat recht hohe Performance-Zahlen, weil ich eben von beiden Spiegelpartnern gleichzeitig lesen kann. Schreiben ist ein bisschen langsamer, aber ich habe halt die Ausfallsicherheit, dass wenn mir eine Platte innerhalb eines von diesen beiden VDEVs ausfällt, dann habe ich sozusagen immer noch die andere innerhalb des eigenen VDEVs plus die anderen beiden in dem Spiegel-VDEV. Wenn mir beide ausfallen würden innerhalb eines VDEVs, das heißt, wenn mir Medium 1 und Medium 2 ausfallen, dann ist der ganze Pool verloren. Das heißt, da ist dann keine Redundanz mehr da, die aus dem Partnerspiegel kommt. Aber ich habe zumindest mehr Möglichkeiten, hier auf Fehler zu reagieren. Also müssen Sie schon einen sehr schlechten Tag im Weltraum erwischt haben, wenn das passiert. Hier ist eine Frage zwischendrin. Genau, die Frage war, ist es ein Mirror und darauf aufbauen ein Stripe-Set? Genau, richtig. Das muss man so ein bisschen erstmal, weil RAID 10 kein offizieller RAID-Level ist, aber man hat quasi den 2 RAID 1 genommen und die zusammen gestript, dass die dann auch ein bisschen mehr Performance dann bringen. Genau, sehr schön. Das ist also, was der Bordcomputer dann ausgibt und so wollen wir es auch haben. Das heißt, jetzt können wir das Minus N wegnehmen von dem Kommando und der Chief Storage Engineer macht sich eben auf die Arbeit oder gibt sich dann dahin, dieses Interface mit diesen Alien-Disks herzustellen und dann den eingebauten Poolspeicher dann auch anzuschließen. Und am Schluss gibt es nochmal ein Z-Pool-Status-Kommando und der Bordcomputer bestätigt dann eben auch, ja, diese Platten sind jetzt in dem Pool drin und Teil dieses Pools in der gesamten Konfiguration und fügen jetzt sowohl ihre Speicherkapazität dem Pool hinzu, als auch die Redundanz, die dann eben dadurch entsteht. Und das kann ich dann immer mir anzeigen lassen. Und auch jeder von diesen anderen Disks hat eben diese Checksum, Lesen und Schreibe Spalten, um dann eben zu schauen, gibt es auf den anderen Platten Probleme. Das heißt, ich kann immer genau identifizieren, wo findet denn der Fehler statt. Hat sich der schon auf den gesamten Pool ausgebreitet oder betrifft der nur eine einzelne Platte? Wenn es nur eine Platte ist oder ein Gerät, dann kann ich die auch mal austauschen, ohne dass andere Geräte darin betroffen sind. Okay. Dann bedankt man sich natürlich artig bei den Redundanten und freut sich auf ein weites Wiedersehen. Und dann geht die Reise weiter. Und im Tag 42, musste ich jetzt nehmen, gibt es die Entscheidung, dass man auf nahegelegene Planeten fliegen will, weil der interessante Signale von sich gibt. Und den möchte man jetzt genau mal unter die Lupe nehmen. Und dann fliegt man da wieder hin. Und dann befindet man sich im Orbit und dann merkt man schon, oh, da findet Kommunikation statt. Da sind wohl unten intelligente Wesen am Werk, die da irgendwie mit dem Raumschiff, was jetzt gerade den Orbit betreten hat, Kontakt aufnehmen wollen. Und das macht man dann auch. Und dabei stellt sich raus, dass es das Volk der Archivaren ist. Es ist ein generell friedliches Volk, das merkt man relativ schnell. Und man kommt sich relativ schnell sehr nah und man kommt eben ins Gespräch. Und die erzählen von sich, dass sie schon sehr eine lange und ausführliche Historiendiskussion oder Dokumentation vornehmen. Das heißt, sie zeichnen im Prinzip alles auf, was sich so in deren Geschichte ereignet hat, schon sehr lange. Und das halt auch sehr ausführlich. Dadurch entsteht bei denen so ein bisschen das Problem aktuell, was sie dann auch schildern, dass der Speicherplatz denen so langsam ausgeht, weil die wirklich alles protokollieren, was so bei denen vor sich geht.
Und denen geht langsam der Speicherplatz aus, den die gar nicht mehr vollschreiben können. Und anscheinend merkt man so im Gespräch, ja, die kennen gar nicht das Konzept der Kompression oder der Komprimieren von Daten. Und der Chief Storage Architect unterhält sich dann ein bisschen mehr mit deren anderen Ingenieuren und erklärt ihnen dann so ein bisschen das Konzept des Datasets, was auf diesem Pool quasi aufsetzt. Das heißt, ein Dataset ist quasi eine logische Speichereinheit, habe ich es hier mal genannt. Ist so ähnlich wie eine Partition, die ich von meiner Festplatte her kenne oder von meinem Speicherpool in dem Fall. Und die können den Speicher dieses Pools verwenden. Das heißt, jedes Dataset kann initial den ganzen Poolspeicher vollschreiben bei Bedarf. Und ich kann da unbegrenzt viele Datasets erstellen. Früher, als wir in alten Zeiten noch mit DOS oder MBR unterwegs waren, da konnte man nur 4 Partitionen erstellen. Dann gab es GPT, das war schon wesentlich flexibler. Und hier bei ZFS kann ich mich hier quasi total austoben. Ich kann quasi statt einem Gerät oder statt einem Verzeichnis lege ich einfach ein neues Dataset an, das ich dann mit bestimmten Eigenschaften ausstatte. Ich kann zum Beispiel sagen, dieses Dataset soll komprimieren und dieses andere Dataset soll nicht komprimieren oder das dritte Dataset soll eine schwächere Kompression haben als andere. Das können aber auch viele weitere Eigenschaften sein, zum Beispiel der Mount Point. Das ist eine weitere Eigenschaft, die zu dem Dataset gehört und das Dataset dann auch quasi mit sich führt jeweils. Das Schöne ist für den Systemadministrator oder unseren Chief Storage Engineer, ist der Vorteil, dass diese Datasets alle ihre Eigenschaften an ihre Kind-Datasets vererben. Das heißt, ich muss das nicht jedes Mal wieder neu einstellen, sondern wenn ich einmal auf Pool-Ebene ein Dataset mit einer Eigenschaft ausgestattet habe, werden alle zukünftigen Datasets, die ich davon erstelle, auch diese Eigenschaft erben. Es sei denn, sie überschreiben diese Eigenschaft wieder. Das können sie also auch wieder. Aber ich muss nicht jedes Mal bei einem neuen Dataset wieder alles einstellen. Dann schaut man sich das mal an. Das heißt, hier habe ich jetzt quasi so ein Unterverzeichnis oder so ein Dataset für die Crew angelegt, damit die da ihre Home-Verzeichnisse drin ablegen können. Und jetzt kann ich ein weiteres Dataset anlegen, um unsere Scans aus unserem Sensor-Array da mal abzuspeichern. Das heißt, wir legen jetzt ein Dataset Scans an und man sieht hier, initial hat das wirklich die gesamte Speicherkapazität dieses Pools. Der ist natürlich durch unsere redundanten Spende von dem Speichermedium weiter angewachsen und jedes Dataset initial kann, wie gesagt, den gesamten Poolspeicher verwenden, um da Daten drin abzulegen. Sehr schön. Schauen wir das Ganze nochmal an mit einem anderen Terminal. Ich kann mir jetzt anzeigen lassen, was ist denn initial die Eigenschaft dieser Property Kompression, also dieser Einstellung Kompression. Und wenn ich initial was anlege, ein Dataset, dann hat die erstmal oder hat dieses Dataset keine Kompression eingestellt. Das ist so eine Vorgabe von ZFS. Der Vorteil von Kompression eben, dass die Daten kleiner gespeichert werden. Und dann, wenn die Daten mit dazugegriffen werden, werden die automatisch entpackt und wieder an die Daten im Hauptspeicher weitergegeben. Das heißt, die Applikationen merken gar nicht, dass das gespeichert wird und die sehen immer nur die entkomprimierten Daten. Aber intern beim ZFS-Speichervorgang wird das quasi komprimiert und auf den Pool komprimiert abgelegt. Und jetzt kann ich eben sagen, okay, dieses Dataset mit den Scans, da wird wahrscheinlich relativ viel Daten anfallen, weil da viel Sensordaten natürlich abgespeichert werden im Laufe unserer Mission. Die will ich mal etwas höher komprimieren und da verwende ich jetzt den Kompressionsalgorithmus Z-Standard 9. Der ist noch relativ neu, aber in ZFS schon verfügbar. Andere Algorithmen, die man vielleicht kennt, sind GZIP oder was gibt es noch? Andere, die man so, man kann auch da bestimmte Levels einstellen. Und die lassen dann eben die Daten, die da drauf gespeichert werden, entsprechend schrumpfen, wenn die komprimierbar sind. Wenn ich reine Binärdaten habe, die schon überhaupt keine Redundanz da drin haben, je nach Algorithmus, dann bringt mir das natürlich auch nichts. Und ich muss die Daten neu da drauf speichern. Ich kann nicht ein Dataset nehmen, wo schon Daten drauf sind, die Kompression aktivieren und dann denken, alles ist kleiner geworden, sondern ZFS komprimiert immer nur neue Daten. Das heißt, ich müsste dieses Dataset nochmal umkopieren oder einfach die Daten nochmal kurz mit einem Touch angehen, damit ich dann ZFS dadurch sage, diese Daten jetzt bitte nochmal neu abspeichern. Aber für ein leeres Dataset, was initial diese Eigenschaft Compression bekommt und dann da Daten reinkopiert bekommt, wie wir das dann später sehen werden da unten, dann werden natürlich alle neuen Daten sofort darauf abgelegt. Und jetzt haben wir eben neue Scans bekommen von dem Nebula 1337.
Ja, und ihr seht schon, hier ist jetzt ein Unterdataset entstanden. Das heißt, ich habe unterhalb von Scans jetzt noch dieses Nebula 1337-Dataset angelegt. Und hier sieht man jetzt, dass diese Kompressionseigenschaft genau an dieses Dataset vererbt wurde. Deswegen steht hier als Source, in dieser Source-Spalte, inherited from eager2023/scans. Das heißt, warum sollte ich das nochmal separat eintragen wollen? Ich kann das ja von meinem Mutter- oder Vater-Dataset weiter vererben an das Kind-Dataset. Wenn ich jetzt möchte, dass dieses Dataset keine Kompression hat aus irgendeinem Grund, dann kann ich das wieder einstellen mit ZFS-Set Compression gleich off für eben diesen Dataset-Namen. Die Datasets, die hängen quasi immer an dem Pool dran. Also der Pool ist immer meine größte Einheit oder meine überliegende Einheit, mein Root quasi, wie ich diese Datasets auf dem Pool anspreche. Und dann daneben kann ich eine ganz normale Unix-Hierarchie aufbauen mit Slashes dazwischen. Dann kopiere ich da meine Sensor-Logs rein. Die habe ich jetzt mal aus einem virtuellen Dev-Sensors genommen. Und dann sieht man schon da unten, wenn ich mir jetzt mal meine Compress-Ratio angucke von diesen Datasets, nachdem die komprimiert wurden, dann hat das schon nur noch ein 12,58. Das sind jetzt fiktive Werte, aber ihr merkt schon, das ist deutlich kleiner als die Ursprungsdaten. Und wie gesagt, das passiert transparent. Das heißt, da muss sich die Applikation nicht drum kümmern oder jede Anwendung, die da drauf speichert. Alles, was ZFS bekommt, wird komprimiert und abgespeichert. Und wenn es wieder geladen oder abgerufen wird, wird es automatisch entkomprimiert und an die Anwendung weitergegeben. Das finden die Archivare natürlich sehr super, weil das genau das ist, was sie natürlich brauchen für ihr Problem. Und dann lässt sich der Chief Storage Engineer nicht nehmen, einen alten Film aus der Erde zu zitieren, nämlich Starship Troopers. Möchten Sie mehr wissen? Und die Archivaren, na super, wie macht ihr das denn übrigens, dass ihr jetzt diesen Poolspeicher vor dem Überlauf bewahrt? Weil ihr könnt ja speichern, aber irgendwann wird euch ja dieser Poolspeicher ausgehen. Ne? Und dann sagt der Chief Storage Engineer, ja, wir haben so ein Konzept wie Quota und Reservierungen da drin. Und da wollen die jetzt natürlich genauer wissen, was es damit auf sich hat. Und dann werden die eben zu so einer kleinen Minischulung auf der IGA eingeladen, und wo das Ganze dann erläutert wird. Und zwar eine Quota, da kann ich wirklich festlegen, weil initial, wie ich erwähnt hatte, lässt sich eben der gesamte Pool-Speicher vollschreiben. Und jedes Dataset kann das auch, weil jedes Dataset initial auch den gesamten Pool-Speicher verwenden darf. Und Quota schränken das eben ein. Ne? Kennt man ja vielleicht Mail-Quota oder sonstige Quotas, die man so hat. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt einem bestimmten Dataset weniger Möglichkeiten geben. Das soll nur eine bestimmte Menge an Poolspeicher verwenden. Und damit ich nicht immer diese gesamten riesen Liste von dem ZFS-List bekomme, kann ich das auch einschränken mit dem Parameter minus O. Das heißt, ich kann da sagen, was will ich denn da überhaupt angezeigt bekommen? In dem Fall sage ich minus O, ich will nur die Namensspalte haben und die Availability-Spalte oder wie viel Speicher da verfügbar ist. Das kann ich beliebig angeben, auch in der beliebigen Reihenfolge. Da ist ZFS sehr flexibel. Und das kann man dann auch in irgendwelche futuristischen Shell-Skripte, die man vielleicht mal bräuchte, einbauen, dass man da quasi nur die Daten ausfiltert, die man bekommen möchte. Aber hier habe ich das quasi mal gemacht. Ich lasse mir die Menge an Speicher, die eager/crew-Datasets zur Verfügung haben. Also die können schon eine Menge speichern, was eben gerade im Pool verfügbar ist. Und jetzt sage ich, naja, die Crew, die lässt immer irgendwelche komischen Holodeck-Programme laufen, die mal ein bisschen überhand nehmen. Und um das zu schützen quasi, den Rest des Systems, die sollen jetzt erstmal nur 1 Terabyte speichern dürfen. Das setzt sich quasi als Referenzquota fest für dieses Dataset. Und bei den Ref-Quotas ist es so, die gelten nur auf dieses Dataset, worauf die angewendet werden. Das heißt, es gibt Ref-Quota und Quota. Und Quota, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein, bei der Quota wird quasi alles, was auf diesem Dataset liegt und darunter mit von der Quota berücksichtigt. Und wenn man das dann eben nochmal aufruft, ZFS List, dann sieht man eben, dass jetzt für dieses Dataset weniger Speicher durch diese Quota verfügbar ist. Wenn die eben erreicht wird, dann werden keine neuen Schreibvorgänge mehr aktiviert oder nicht mehr zugelassen vom System. ZFS sperrt dann automatisch weitere Writes. Lesen kann ich ganz normal weiterhin. Und dann wird eben irgendein Crewmitglied mal sagen, können wir nicht doch ein bisschen mehr Hauptspeicher bekommen oder ein bisschen mehr Plattenspeicher hier. Dann geht man eben in die Verhandlung. Aber die Quota ist wirklich stark dabei, das zu limitieren. Hier ist das Ganze für die Kind-Datasets. Das heißt, ich habe das jetzt mal für die Scans gemacht, weil ich ungefähr vermute, wie viele Daten meine Scans bekommen. Das ist schon eine Frage, ja.
Die Frage war, ob man Prozentwerte angeben kann und ob es Hard- und Soft-Limits gibt. Das wäre noch was, was man machen sollte. Aktuell ist mir das nicht bekannt, dass es Prozentwerte gibt. Man müsste sich das selber ausrechnen, ne? Wie viel man ungefähr 20% vom Poolspeicher soll immer mir zur Verfügung stehen oder so. Hard- und Soft-Limits gibt es auch nicht. Das heißt, wenn das Limit erreicht wird, gibt es keine Gnade, da wird nichts weiter zugelassen. Das könnte man vielleicht nochmal aufnehmen oder als Feedback an die Entwickler geben von OpenZFS. Das sind ja eigentlich so typische Sachen, die auch im IT-Alltag dann auftauchen. Aktuell ist es so, dass dann knallhart alle Rights abgebrochen werden, die darüber hinausgehen. Okay. Die REF-Quota habe ich jetzt hier schon mal erwähnt. Das heißt, ich kann jetzt sagen, nur auf diesem Dataset soll die Quota gelten. Alle Kind-Datasets davon, die sollen davon überhaupt nicht beeindruckt werden. Die können weiterhin den gesamten Poolspeicher nutzen. Das kann man sinnvoll nutzen oder auch je nach Anwendungszweck auch nicht. Oder ich sage einfach, naja, ich weiß noch gar nicht, wie viele Datasets da noch in Zukunft dazukommen werden. Ich setze jetzt einfach mal eine Quota und alle, die in Zukunft dazukommen werden, erben diese Quota natürlich wieder und bekommen dann diese Quota wieder gesetzt. Jetzt hat natürlich auch den Nachteil, dass alle Kind-Datasets, das erste Kind-Dataset, das die Quota vollschreibt, blockiert alle anderen Datasets und das Vater- oder Mutter-Dataset natürlich vom weiteren Schreiben. Da muss man halt so ein bisschen schauen, wie viel Platz da ist. Aber die Eager-Crew dachte sie sich, naja, das könnte für unsere Scans eine typische Größe sein, die da an Daten anfallen. Das ist eben diese Unterscheidung. REF-Quota, nur dieses Dataset, nicht die Kinder. Oder Quota und alles andere, was auch in Zukunft noch hinzukommen wird, wann auch immer, wird diese Quota automatisch erben. Kann natürlich diese Quota auch wieder überschrieben bekommen, wenn man merkt, oh, dieser eine Scan, der ist ein bisschen datenhaltiger, dem sollte man ein bisschen mehr Quota noch verpassen. Okay, dann das Gegenstück ist die Reservierung. Also ich kann quasi Platz garantieren für einen bestimmten Datensatz oder ein Dataset. Das heißt, ich nehme vom verfügbaren Poolspeicher eine bestimmte Menge an Speicher weg, den dann erstmal dieses Dataset bekommen kann, aber kein anderer, der noch auf diesem Pool sich drum tummelt. Und auch hier wieder die Unterscheidung REF-Quota, nur dieses Dataset bekommt die Reservierung und eine reine Reservation für dieses Dataset plus alle Kind-Datasets, die dann noch hinzukommen werden. So, dann hatte ich jetzt hier so ein Beispiel, genau. Hier habe ich das mal gemacht. Ich dachte, naja, die Crew, die soll auf jeden Fall aber den Platz, den sie nun mal bekommen hat, die haben vielleicht da auf der Erde irgendwas unterschrieben, dass sie eine bestimmte Menge an Speicher des Bordcomputers benutzen dürfen. Und das wird denen quasi garantiert. Und dann sage ich eben ZFS Set Reservation, ein Petabyte von mir aus, dass die auf jeden Fall der Crew zur Verfügung steht. Und jetzt sieht man hier, dass von dem gesamten Poolspeicher plötzlich dieses ein Petabyte oder wie auch immer, es müsste ein Terabyte sein eigentlich, nee, es ist ein Petabyte, abgezogen wird. Das heißt, vorher hatte ich 1,75 Petabyte, dann wird ein Petabyte reserviert und dann durch diese Reservierung garantiert der Pool, dass immer, egal wie viel die anderen schon von dem Pool abgespeichert haben oder vollgeschrieben haben, dass trotzdem dieses eine Petabyte immer für die Crew, für dieses Dataset noch bereitgestellt wird. Deswegen wird eben das von dem gesamten Poolspeicher abgezogen, dass dann alle anderen Datasets eben weniger zur Verfügung haben, um diese Garantie auch zu garantieren, wie man so sagt. Und die Archivaren sind da sehr begeistert, weil die dann wirklich sagen kann, ah ja, sehr gut, damit können wir ja nicht nur Platz garantieren, sondern auch eben Daten bestimmte Mengen limitieren, um zu sagen, naja, wir sollen nicht so viel vollschreiben, wie unser eigener Pool dann später hergeben soll. Plus die Kompression, die macht das Ganze ja nochmal kleiner. Das heißt, wir stoßen vielleicht gar nicht so früh an unsere Quota, weil wir eben die Daten, die wir bekommen oder die wir aufschreiben, gut komprimieren können und gar nicht so viel brauchen. Und wie gesagt, ich muss für die Komprimierung eben ein neues Dataset anlegen, weil eben bestehende Daten, wenn ich da die Kompression aktiviere, nicht nochmal neu rekomprimiert werden, sondern ich muss die dann nochmal entweder umkopieren oder einfach nochmal da draufschreiben, dass dann die als neue Daten angesehen werden und das Dataset die auch komprimiert. Also die sind schwer begeistert davon, nehmen diese Technologie natürlich gerne entgegen und dann verabschiedet sich die Eager Crew wieder und setzt Kurs auf neue Sternensysteme. Und hier habe ich jetzt mal so ein Bild von einer futuristischen Antriebsstrang genommen. Wunderschön. Und mal gucken.
dann vergeht die Zeit eigentlich relativ ereignislos. Man fliegt so ein bisschen durch den Raum, besucht fremde Planeten und ja, ist manchmal auch recht langweilig. Die meisten der Crew verbringen dann die Zeit in ihren Quartieren und pflegen ihre einsame Zimmerpflanze, die sie da dann mitgebracht haben, als Erinnerung von zu Hause. Aber die Ruhe währt nicht lange, bis eines Tages nämlich eben Tag 67 anbricht und der Chief Storage Engineer ist gerade mit was anderem beschäftigt und kriegt über das Intercom so eine Nachricht. Brücke an Chief Storage Engineer. Ja, gibt's irgendwie ein Problem? Ja, schon, aber das sehen Sie sich am besten selber an auf der Brücke. Das ist schwer zu erklären, aber Sie sehen es dann schon, wenn Sie auf die Brücke kommen. Alles klar, der Chief Storage Engineer macht sich mit dem Hyperlift oder Turbolift auf die Brücke und sieht als erstes Folgendes. Ups, auf dem Main View Screen kommt eben irgend so ein Alien, was da sagt, all your files are belong to us. Und das hat dann auch folgende Auswirkungen. Der ganze Computer ist irgendwie nicht mehr verfügbar und zeigt irgendwie so eine komische Nachricht an auf jedem Terminal und kann niemand so richtig was mit anfangen. Und dann machen die Aliens quasi ihre Drohung quasi wahr. Und geben sich als die Krypto-Trojaniden aus. Das heißt, die haben den EGA-Bordcomputer verschlüsselt und halt ohne dieses Entschlüsselungskennwort, was nur die kennen, ist kein Weiterflug möglich, weil da die ganzen Steuerungssysteme drin sind, die Lebenserhaltung und all sowas. Und die Trojaniden fordern tatsächlich 23.000 Coins als Lösegeld. Kleiner Nebeneinschub. Ich habe versucht, das Space Coins zu nennen, bis ich dann gemerkt habe, die gibt's tatsächlich. Und ich wollte jetzt nicht so irgendein Endorsement machen. Also 23.000 Coins wollen die als Lösegeld. Und dann würden die uns den Schlüssel auch geben und dann können wir wieder weiterfliegen. Aber die wollen halt das Geld haben, was wir nicht haben. Und die geben uns quasi 24 Stunden Bedenkzeit und jetzt haben wir halt so einen Bordcomputer, der nichts richtig kann und wir den auch nicht richtig benutzen können, aber der Chief Storage Engineer erinnert sich, ja, wir haben noch Snapshots und die werden ja relativ häufig erzeugt und wir könnten quasi das so machen, dass wir zu dem Zeitpunkt, bevor diese Infektion unseres Bordcomputers stattgefunden hat, zurückspringen, da wir da saubere Systeme haben und dann ganz schnell versuchen zu verschwinden. Snapshots machen quasi Folgendes, die nehmen den Zustand eines Datasets und frieren den quasi ein. Also sie machen quasi wie so eine Art Foto und dann kann man ihn wieder hinterher nachgucken anhand des Fotos, wie waren die Daten zu dieser Sternenzeit mehr oder weniger auf dem Dataset. Und so kann ich die auch wieder hervorholen. Ich kann zu diesem Punkt innerhalb der Sternenzeit zurückspringen und mir wieder diese Daten, so wie sie zu diesem Zeitpunkt waren, wieder anzeigen lassen. Oder die sind dann genau zu diesem Zeitpunkt wieder. Alles andere, was dazwischen oder danach passiert ist, wird verworfen und die kehren wirklich auf diesen Vergangenheitszustand zurück. Und zum Glück wird dieser EGA-Pool regelmäßig mit Snapshots ausgestattet. Da läuft irgendein Prozess im Hintergrund, den nennen wir Cronjob. Und der macht es quasi im Hintergrund, ohne dass die Leute drüber nachdenken müssen. Und das ist quasi eine Delta-Snapshots-Geschichte. Das heißt, da wird nicht jedes Mal das ganze Dataset wieder kopiert, sondern nur die Daten, die sich auch geändert haben, werden in den neuen Snapshot übernommen. Und das verhindert quasi, dass der Pool halt irgendwann mit Snapshots überläuft. Und das beschließt man auch quasi zu machen, so als letzte Rettung. Und wie funktioniert das Ganze? Naja, man schaut sich erstmal alle Snapshots an, die EGA momentan hat. Wir sehen, wir haben jetzt hier so ein Namensschema oder so ein ja, Datum-Uhrzeitschema. Und dann sieht man schon, aha, mein letzter Snapshot, der ist vielleicht noch vor dem Zeitpunkt, als uns die Krypto-Trojaniden unsere Systeme verschlüsselt haben. Da können wir mal auf den zurückspringen mit ZFS Rollback. Ich gebe dann quasi den Namen des Pools an. Natürlich den gesamten Pool, weil ich halt eben auch alles, was darunter an Datasets gelistet ist, soll ich auch quasi zurückrollen. Jeder sagt, naja, da würde ich zwar Daten verlieren, aber es ist uns auf jeden Fall wichtiger, hier wieder wegzukommen, anstatt die aktuellsten Daten, die wir eh nicht entschlüsseln können, zu bekommen. Und Snapshots sind quasi von normalen Datasets zu unterscheiden mit dem Add-Symbol. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Add da drin sehe, kann ich dann auch sehen, welche Snapshots ich quasi habe. Und zu denen kann ich ihn auch wieder zurückrollen, indem ich den Snapshot-Namen angebe. Und dann machen die so ein LS, so ein altes terranisches Kommando, um Dateisysteminhalte aufzulisten. Und da sieht man schon, oh, ist alles wieder da.
Und es ist vor allem nicht verschlüsselt und wir haben zwar ein paar Daten verloren, aber das ist uns auf jeden Fall wert. Wir können jetzt quasi einen neuen Snapshot machen, um mal diesen Zustand wieder festzuhalten und sagen, ich erstelle einen rekursiven Snapshot mit dem kleinen R von meinem gesamten Eager-Pool und nenne die halt Systems Clean, damit ich mich später noch dran erinnern kann, was der Snapshot denn aussagt. Und man sieht hier unten initial, der Snapshot verbraucht 0 Bytes, weil sich ja zwischendrin nichts geändert hat oder danach keine neuen Daten hinzugekommen sind. Und erst mit der Zeit wird der Snapshot von der Größe her anwachsen, je mehr Daten dann danach gespeichert werden. Also alle happy, super, Schiffssysteme wieder hergestellt, perfekt. Jetzt schnell raus hier, bevor die sich noch was anderes überlegen und unsere Daten nochmal verschlüsseln. Also dann wird sozusagen Vollgas gegeben und nach einer Zeit merken die auch, aha, die nehmen die Verfolgung auch nicht auf, die sind auch irgendwie perplex, dass die jetzt da rausgekommen sind. Und da gibt es noch eine Frage. Genau, die Frage war, wenn ich jetzt zurückrolle, kann ich dann trotzdem noch auf diese Daten, die verschlüsselt waren, irgendwie zurückgreifen, um da irgendwie Forensik drauf zu betreiben. Die Daten werden verworfen. Das heißt, wenn ich sage ZFS Rollback, dann wird alles, was danach kam, oder ich kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückspringen, alles, was danach kommt, wird verworfen. Das heißt, ich kann nicht so eine Zeitmaschine machen in meinem Dateisystem, wo ich mal zurück oder vorspringe. Ich muss quasi sagen, ja, ich will alles verwerfen. Was man natürlich machen kann, ist, man legt einen Snapshot des aktuellen Zustands an, springt dann zurück und kann diese Daten dann nochmal später untersuchen, was ja sinnvoll ist, um vielleicht den Crypto-Key dann rauszukriegen. Aber das muss man separat machen. Standardmäßig ZFS rollt zurück und verwirft quasi alles, was in der Zwischenzeit da passiert ist. Ich kann auch mehrere Snapshots zurückspringen, also nicht nur zum letzten, sondern zu dem vor 2 Wochen. Aber ich muss alle Snapshots, die dazwischen liegen, auch damit verwerfen. Das heißt, ich kann da wirklich nicht sagen, oh, spring mal 2 Wochen zurück und dann wieder 3 Tage voraus. Das kann das Dateisystem nicht, diese Mergerei. Da würde auch, glaube ich, kein sinnvoller Dateisysteminhalt rauskommen. Oder zumindest ist so ZFS nicht entwickelt oder vom Design her aufgebaut. Also es sind keine Verfolger sichtbar, die scheinen uns nicht zu verfolgen, sehr gut. Und jetzt müssen wir sicherheitshalber mal alle Systeme checken, damit wir uns nicht irgendwie den Trojaner oder was die uns da eingeschleust haben, wieder an Bord holen. Okay, also das sieht alles gut aus. Man ist jetzt wieder mit heiler Haut davongekommen, nochmal gut gegangen. Und jetzt überlegt man sich, naja, diese Forschungsdaten, die wir bisher gesammelt haben, die wollen wir jetzt auch irgendwie mal wieder an die Erde zurückschicken, weil wenn unser Schiff irgendwie mal genau durch solche Erfahrungen wieder irgendwo strandet, dann haben wir zwar Daten gesammelt, aber können die nie wieder unseren Erdenbürgern zurückschicken. Das heißt, die Erde soll eine regelmäßige Datensicherung von unserem Pool erhalten oder von bestimmten Inhalten unseres Pools, zum Beispiel unsere Sensorlogs. Und das Ganze wird eben durch die Snapshots bewerkstelligt, weil die ja quasi ein Punkt innerhalb der Zeit einfrieren und danach auch nicht mehr beschrieben werden können, weil die Snapshots eben read-only sind. Und ein sicherer Übertragungskanal schützt diese Übertragung davor, dass da irgendwelche anderen abgespaceden Leute da noch irgendwie mithören und unsere Daten abgreifen mit der Zeit. Wie kann man das machen? Naja, ich erzeuge erstmal einen Snapshot, um diesen Zustand dieses Dateisystems abzuschicken und ich nenne den jetzt mal Send von mir aus. Dann liste ich mir den mal auf. Also ich habe einen rekursiven Snapshot hier oben angelegt mit minus R, dass ich nicht nur die Scans kriege, sondern auch alle Datasets, die da drunter liegen. Da ist also noch ein Nebula dazugekommen in der Zwischenzeit. Und die haben jetzt alle diesen Snapshot bekommen, der Send heißt. Okay, und jetzt kann ich sagen, ZFS Send minus groß R, das ist rekursiv, also alles, was da drunter liegt, soll mitgeschickt werden. Minus V für verbos, damit er mir anzeigt, was er da tut. Und dann wird eben wieder der Pool angegeben, slash welches Dataset, also Scans in dem Fall, und welcher Snapshot, naja, mein Sende-Snapshot. Und den pipen die jetzt an so ein altes, aber immer noch in Verwendung SSH. Ich habe schon überlegt, wie man das nennen könnte, Secure Space, aber das H passt nicht so. Auf jeden Fall haben die ein Login auf der Erde, um sich da anzumelden und diese Daten dahin zu schicken. Und SSH macht quasi nichts anderes als das Gegenkommando zu ZFS senden, nämlich ZFS Receive, das heißt, die empfangen diese Daten wieder. Und auf dem Earth Pool, den es dann gibt, werden die Daten dann darauf abgespeichert.
ZFS Send und Receive ist, mag vielleicht ein bisschen merkwürdig sein, weil das Receive-Kommando empfängt immer nur, liefert aber keine Acknowledgements zurück, ich habe die Daten bekommen, sondern das schluckt einfach nur alles, was bekommt, was es zugesendet bekommt. Umgekehrt, das ZFS Send-Kommando pusht quasi raus, so schnell es geht, an Daten, kümmert sich aber nicht drum, dass da irgendwie eine Antwort zurückkommt und oh, die Daten habe ich nicht bekommen, kannst du die nochmal schicken oder so. Da gibt es mittlerweile Modifikationen, aber standardmäßig wird zwischen den beiden nicht gesprochen. Das eine sendet, das andere empfängt. Und über diesen sicheren SSH-Kanal dazwischen ist eben gewährleistet, dass da niemand reingucken kann. Da brauche ich natürlich SSH-Schlüssel, aber das haben die natürlich vor Abflug ausgetauscht, dass da Public-Private-Key-Krypto zwischen Erde und Raumschiff ausgetauscht wurde im Vorfeld. Und dann mit dem V-Kommando wird eben ausgegeben, was gerade passiert und wie viele Daten schon über die Leitung wandert. Und er schätzt auch ab, wie viele Daten in diesem Snapshot enthalten sind. Das heißt, dadurch, dass ich diese Snapshots read-only habe, kann ich ja immer genau festlegen, wie groß die Daten in diesem einzelnen Snapshot sind. Und deswegen kann er hier bei der Übertragung schon genau festlegen, wie groß diese Übertragung denn sein wird. Und dann fängt er eben an, gibt eine Uhrzeit aus, mit einem, ich glaube, eine Sekunde kann man ausgeben. Jede Sekunde gibt er dann quasi aus, was gerade über die Leitung wandert und wie viele Daten noch übrig sind, die da gespeichert werden. Schöne Sache, kann man ganz gut machen. Und dann wird das eben alles übertragen und die Erde empfängt das auch und nimmt diese Daten auch entgegen und freut sich über die Forschungsdaten, die da von weiter Ferne nach Hause geschickt werden. Und ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende der Reise. ZFS hat natürlich noch viel mehr zu bieten, aber so mein Takeaway ist, dass man eben die Szenarien, die waren jetzt alle zwar etwas künstlich, aber die sind alle doch sehr realistisch. All das kann man mit ZFS machen. Dass es keine abgespacete Technologie noch irgendwie in der Entwicklung ist, sondern die ist schon ja, viele Jahre alt sogar schon in Verwendung, ist erprobt, stabil und zuverlässig und auch in verschiedenen Systemen verfügbar. Ab und zu gibt es noch so ein bisschen Lizenzrückfragen, aber das ist so ein Dateisystem, das man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen konnte, eben mit dieser Kombination mit dem Pool zusammen. Ist das eine ganz tolle Sache, weil man da eben viel machen kann und man den Storage auch entsprechend verwalten kann, sichern und die Redundanz da drin hat, die man eben braucht, um sicher zu sein, ja, die Daten sind auch wirklich so, wie ich sie damals abgespeichert habe. Das war's von meiner Seite. Wenn es noch Fragen gibt, können wir die gerne nochmal hier besprechen. Da hinten war die erste Frage. Kommt ein Mikro? Ja, dann warten wir noch. So. Hi, danke. also ich kenne das bei B3FS, dass man da, wenn man eine Kompression auf ein Volume setzt oder Subvolume setzt, dass man dann mit dem Defrag-Kommando dann sagen kann, jetzt komprimier mal die existierenden Daten mal auch. Geht das auf ZFS auch? Die Frage war, bei B3FS gibt es ein Defrag-Kommando, das man verwenden kann, um die Daten dann nochmal sozusagen verpflichtend zu komprimieren. Ein explizites Defrag-Kommando gibt es bei ZFS nicht, aber man kann da auch quasi den gleichen Trick machen. Entweder lege ich ein neues Dataset an und kopiere die Daten da nochmal rein oder ich mache ein ZFS-Send und gleich wieder ein Receive auf den gleichen Pool und dadurch sind die Daten natürlich auch wieder sowohl defragmentiert, das heißt ein bisschen anderer Begriff bei ZFS, weil es da um die Free Space Map geht. Das heißt, ZFS speichert die Daten in sogenannten Space Maps ab, klingt schon sehr abgespaced, aber da verwalten die quasi intern den Speicherplatz und den freien Platz, dass es zu relativ wenig Fragmentierung kommt. Aber dann brauche ich ja mehr Speicherplatz, oder? Weil genau, natürlich. Ich würde dann quasi sagen, ich kopiere das und schmeiße dann die alte Kopie weg, die halt unkomprimiert ist, weil ich hier dann nicht mehr brauche. Ich will dann meistens die komprimierte Variante haben. Also wenn mein Pool nur 90% ausgelastet ist, dann brauche ich mehr Speicher, um das machen zu können. Genau, wenn ich es nachträglich meine Daten komprimieren will. Ja, ja. Okay. Gut, dass 90% erwähnt wurde. ZFS, dadurch, dass es so ein Copy-and-Write-Modell intern hat, was B3FS auch nutzt, da werden die Daten nicht überschrieben, sondern die werden quasi an eine neue Position gespeichert und die alte Kopie wird quasi weggeschmissen. Es sei denn, ich lege Snapshot an, dann wird auch diese alte Kopie aufgehoben.
Aber durch diese kleinen Mini-Kopien und durch diese Copy-and-Write-Operation kann es natürlich sein, dass nach 128 Mal, das ist dieser Überblock, der da neu geschrieben wird, nachdem 128 Blöcke geschrieben sind, wird der älteste quasi weggeschmissen. Und es kann aber sein, natürlich relativ viele Datenspeicher, dass mein Pool oder diese Free Space Maps sehr voll laufen. Und bei 90% kann ein ZFS schon ein bisschen länger brauchen, um neue freie Space Map Bereiche zu finden. Das heißt, da würde ich auch empfehlen, am Anfang, wenn man den Pool anlegt, einfach eine Reservierung für den Sysadmin zu machen, dass etwa 10-15% des Poolspeichers für diese interne Copy-and-Write-Operation reserviert sind. Und dann läuft man nicht in so Probleme rein, dass dann der Pool plötzlich langsamer wird. Also das ist so eine Strategie. Um das Copy-and-Write hat viele Vorteile. Er ermöglicht eben dieses rasante ZFS-Snapshot und das Rollback. Und hat viele weitere Vorteile, weil wenn mir zwischendrin werden da Schreiboperationen bei einem traditionellen Dateisystem, wo ja Daten immer überschrieben werden, wenn mir da der Strom ausfällt, dann habe ich halt so einen komischen Zwischenzustand. Sind die Daten jetzt gespeichert oder nicht? Und da muss man eben den klassischen File-System-Check machen. ZFS hat das Kommando gar nicht. Es gibt keinen File-System-Check FSCK für ZFS, weil ZFS eben sagt, entweder schreibe ich die Daten an die neue Position oder ich habe es nicht mehr geschafft, die an die neue Position zu schreiben. Da habe ich aber auf jeden Fall noch die alten Daten, die ich für Copy and Write hatte. Ja, hier war die nächste Frage. Ja. Ich habe irgendwie mal gelesen, dass ZFS Self-Healing ist. Können Sie da noch ein paar Sätze dazu sagen, bitte? Genau, ZFS ist Self-Healing in dem Fall. Wir können ja nochmal zurückspringen auf unseren Pool. Nee, der war es nicht. Da waren die Redundanten im Spiel, ich erinnere mich noch. Ne? Hier. Genau, ZFS ist Self-Healing in dem Fall. Ich hatte ja erwähnt, dass mit den Daten, die da abgespeichert werden, auch eine Prüfsumme gespeichert wird. Und diese Prüfsumme wird dann wieder ausgelesen, wenn die Daten das nächste Mal auf die Daten zugegriffen wird. Und das System schaut quasi, was sind denn da für Checksummen mitgespeichert? Und berechnet die Prüfsumme mit den Daten, die da aber auf der Platte liegen. Jetzt kann es natürlich sein, nach vielen Jahren, durch verschiedene Umwelteinflüsse oder defektes Kabel, dass die Daten nicht mehr so sind, wie sie ursprünglich abgespeichert wurden. Ist vielleicht mal ein Bit von 0 auf 1 gewechselt oder irgendwas hat sich da getan. Und dann würde die Prüfsumme nicht mehr stimmen, die mit den Daten abgespeichert wird. Das heißt, ich habe vor 10 Jahren vielleicht mal Daten abgelegt auf einem ZFS-Pool, so ein Archiv vielleicht, Steuern und sowas. Und jetzt greife ich die Daten wieder nach 10 Jahren auf die zu und dann berechne ich die Prüfsumme und die stimmt jetzt plötzlich nicht mehr, weil die Daten sich irgendwie geändert haben. Die Prüfsumme mit den Daten ist noch die von damals, aber die neu berechnete Prüfsumme ist eine andere. Und in dem Fall würde ein traditionelles Dateisystem diese fehlerhaften Daten an die Anwendung weitergeben und die stürzt entweder ab oder rechnet falsch. Bei ZFS ist es so, dadurch, dass ich hier diese Spiegel habe, schaut eben ZFS, hat denn der Spiegelpartner, die Daten auf dem Spiegelpartner, hat denn da die Prüfsumme, die erwartete Prüfsumme, die ich gerade berechnet habe? Wenn das der Fall ist, werden zwei Dinge gemacht. Einmal wird die korrekte Prüfsumme an die Anwendung weitergegeben, dass die schon mal weiterarbeiten kann. Und der Spiegelpartner heilt quasi durch Kopieren der richtigen Prüfsumme die Daten auf dem Spiegelpartner. Das passiert im Hintergrund, da muss ich nicht ein Systemadministrationskommando angeben, sondern das passiert quasi als Teil der Pool-Operation. Und dann gibt es ein Kommando, ZFS Scrub, also den Pool mal so richtig sauber schrubben. Da wird quasi jede Prüfsumme angeschaut von jeder Datei und die eben verglichen, ist die noch so, wie sie gerade mit dem Hauptspeicher oder von der CPU ausgegeben wird. Wenn das nicht der Fall ist, wird die entweder, wenn es genug redundant wird, geheilt. Gibt es keine Redundanzen, keine VDEFs hier, dann wird eben angezeigt, nur diese Datei oder dieser Pfad ist fehlerhaft, den konnte ich nicht wiederherstellen. Und man kann das schon irgendwie dann abschätzen, oh, sind das wichtige Daten oder sind das irgendwelche, naja, die ich mir vielleicht neu generieren kann. Bei der Redundanz hier, da würde auf jeden Fall versucht, die aus dem jeweiligen redundanten Spiegelpartner wiederherzustellen. Und das passiert eben dann, vielleicht macht man das einmal im Monat, so ein Cronjob oder so, der diesen ZFS oder Z-Pool Scrub ausführt. Und währenddessen ist der Pool aber weiterhin verfügbar. Das heißt, da wird nicht irgendwie der ganze I.O. geblockt. Der ist ein bisschen langsamer, weil dann natürlich jede Datei mal angefasst wird. Aber ich kann trotzdem weiterhin Daten drauf schreiben und wieder lesen. Das ist vielleicht ein bisschen langsamer, aber der Pool ist weiterhin verfügbar, während er diese Scrub-Operation macht.
Und das Self-Healing passiert quasi als Teil des normalen Pool-Laufs. Weil jedes Mal, wenn ich Daten wieder speichere, muss ja die Prüfsumme aktualisiert werden. Und wenn ich sie wieder lese, dann wird geschaut, stimmt die noch mit denen überein, die da mitgespeichert wurden. Und wenn das eben nicht übereinstimmt, wird automatisch der Spiegelpartner zur Rate gezogen. Wenn die dann natürlich auch falsch sein sollten, dann hat man da wahrscheinlich ein größeres Problem. Eventuell überlegt man dann auch hier nicht nur zwei Geräte pro VDEV einzusetzen, sondern eben mehrere. Ist halt auch eine Kostenfrage an der Stelle. Aber man hat natürlich die Sicherheit, wenn mir zwei Geräte ausfallen, sondern habe ich eben noch ein drittes. Diese VDEVs, es gibt so eine Empfehlung, da sollten nicht mehr als 7 bis 9 Geräte pro VDEV aktiviert sein. Man kann natürlich mehr machen, aber irgendwann ist halt da auch irgendwann ein Limit erreicht und intern ist dann so viel mit Verwaltung zu tun, dass dann einfach ZFS intern da nicht mehr weiterkommt. Dann lieber einen neuen VDEV machen. Ich kann dann noch einen Mirror 2, 3, 4 und so weiter machen. Oder einen komplett neuen Spiegel aus diesen Speichermedien bauen. Das ist ja auch nicht verboten. Ich kann ja mehrere Pools anlegen. Ja, da geht's weiter. Da wollte ich nur anmerken, das mit dem Self-Healing ist ja schön, aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man Fehler bemerkt. Also wenn beide Checksummen nicht stimmen, dann kriegt man einen IO-Error. Wenn ich eine Datei kopiere, dann bricht der Vorgang ab. Genau. Auf meinem X4 macht er einfach weiter und wenn ich dann muss ich selber, wenn ich einen MD5-Sum mache, dann sehe ich, oh, falsches MD5-Sum. Ja. Und das ist das meiner Meinung nach das Wichtigste, dass man, selbst wenn man nur ein Device hat, dass man feststellt, hey, ich habe eine Korruption, ich sollte lieber mein Backup holen und vom Backup das restoren, weil RAID ist ja auch kein Backup. Ja, das stimmt, muss man auch mal dazu sagen, RAID ist kein Backup. Auch diese Snapshots natürlich, ne? Wenn die auf meinem Pool liegen und der Pool geht mir hops, dann ja, wenn ich die nirgendwo mal weggesendet habe oder ich kann die ja auch kopieren, dann sind die trotzdem hops. Genau, das ist wichtig zu wissen, dass wir diese Fähigkeit mittlerweile haben in unserem Dateisystem, dass die auch die Fehler anzeigen oder dass die teilweise auf Dateiebene schon anzeigen. Diese Datei ist jetzt korrumpiert worden und dann soll der Systemadministrator eben entscheiden, ist die sozusagen, kann man die aus dem Backup wiederherstellen oder ist die, naja, vernachlässigbar, weil es vielleicht irgendein Compile-Artefakt ist, das man wiederherstellen kann. Aber es ist gut zu wissen, dass überhaupt ein Fehler aufgetreten ist. Noch besser ist es, wenn dieser Fehler behoben werden kann, indem man eben genug Redundanzen vor sich hält. Und deswegen, wenn ihr jetzt anfangt, mit ZFS ein bisschen zu spielen, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal mit Spiegel anzufangen, weil man da halt eben auch bestimmte Effekte sehen kann, eben diese Selbstheilung. Und bei einem Spiegel kann ich auch sagen, ich mache ein In-Place-Upgrade. Das heißt, ich habe diese zwei, nehmen wir mal an, ich mache nur dieses Medium 1 und 2. Und dann kann ich sagen, oh, mir geht der Plattenplatz aus. Ich muss jetzt aber den Pool nicht komplett runterfahren, sondern ich ziehe eine Platte raus, baue eine größere ein. Lasst es resynchronisieren, weil natürlich die Daten immer auf beiden Spiegelpartnern die gleichen sein müssen. Dann, wenn das abgeschlossen ist, dann ziehe ich die nächste Platte raus, baue die größere ein, lasse die wieder synchronisieren und derzeit kann natürlich der Pool weiter arbeiten mit dieser einen Platte. Und ich habe dann sozusagen im Betrieb meinen Pool anwachsen lassen. Das ist so eine Möglichkeit. Natürlich sollte mir an einem schlechten Tag dann nicht, während diese eine Platte den Pool gerade darstellen, während die andere gezogen ist, diese eine Platte nicht gerade hops gehen. Deswegen sollte man vielleicht hier wirklich drei Medien pro VDEV haben, dass man sozusagen noch eine weitere Platte als Redundanz hat. Aber das muss man immer so ein bisschen abwägen. Ne? Speicherkapazität, Redundanz und eben auch Kosten ist so ein Faktor da drin. Aber man kann mit ZFS einfach mal klein anfangen. Wir haben ja gesehen, wir haben mit dem Spiegel gestartet und haben den zu einem RAID 10 erweitert und das gibt das ZFS eben her, dass man das im Betrieb machen kann oder das Ganze nochmal stoppen, Daten sichern, neuen Pool anlegen. Das kann man alles im Betrieb machen und die Leute können weiterhin damit arbeiten, Dateien lesen und schreiben. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, hier vorne. Genau, die Frage war, wo denn die Snapshot-Daten landen. Die Snapshot-Daten, die sind Teil des Pools, die liegen da mit drauf. Die sind ja quasi Abbilder dieses Copy-and-Write-Prozesses. Das heißt, mit jedem Copy-and-Write, ich schreibe eine Datei, wird eine neue Kopie angelegt von diesen Daten. Also nicht eine komplette Kopie, sondern nur das Delta, was sich geändert hat in dieser Datei. Und mit dem
nicht Snapshot, würde quasi diese alte Kopie irgendwann weggeschmissen, die braucht man nicht mehr. Wenn ich aber ein Snapshot anlege, sage ich, ich will diesen Zustand einfrieren und dann behalte ich eben diese alte Kopie vor. Da stehen dann aber auch nur drin so und so viel Bytes an dem und der Uhrzeit, die sind aber fest, das heißt, die kann ich nicht nochmal verändern, die sind read-only, bis ich eben entweder auf diesen Zustand zurückfalle oder auf einen Zustand weiter zurückgehe in meiner Historie und dann eben diesen alten Snapshot verwerfe. Das heißt, die sind mit Teil des Pools gespeichert und hängen dann an jeweils einem Dataset dran, von dem sie ursprünglich abstammen. Hat man hier gesehen, ich habe die meine Logs gesnapshottet und die sind Teil dieses Logs und Datasets. Und wenn ich das Dataset lösche, gehen auch automatisch die Snapshots verloren. Da kann man dann auch sagen, warne mich bitte vorher, wenn das, es gibt auch ein ZFS-Destroy-Kommando natürlich. Und da kann man auch ein Verbose-Kommando einfügen oder ein Minus-N-Kommando, so ein Dry-Run, wie wir es bei dem Z-Pool-Add hier gesehen haben, dass ich da sage, zeig mir mal bitte, was du da machen würdest, bevor du es wirklich ausführst. Und dann sieht man manchmal, oh, da hängen ja noch Snapshots dran, die wollte ich vielleicht aufheben oder nochmal ein anderes Dataset senden. Und so kommt man dann so ein bisschen in diese ZFS-Welt rein, wenn man mal so ein bisschen sieht, was es für Features gibt und die man dann auch irgendwie sinnvoll einsetzen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich erzeuge einen Snapshot, schicke mir den an meinen eigenen Pool und habe damit automatisch eine Kopie von diesem Dataset angelegt zu dem Zeitpunkt, die dieses Dataset hatte, als es vor 2 Monaten, 2 Jahren, 5 Wochen, wann auch immer, angelegt wurde. Also ich arbeite viel mit studentischen Rechnern oder so vor Semesterbeginn müssen wir das Labor einmal einrichten. Naja, was mache ich? Ich lege einmal die Dateien an auf meinem ZFS, bereite die so vor, wie das die Dozenten haben möchten und dann gehen 3 Semester ja, oder mehrere Semester ins Land oder ich sage 1 Semester, die Studenten arbeiten da drauf, legen Daten an und am Ende des Semesters sage ich ZFS Rollback und ich habe alles wieder so in dem Zustand, wie es mal am Anfang des Semesters war, so wie ich es eingerichtet habe. Und was auch immer die da drin erzeugt haben, ist eben verloren. Oder ich sage, oh, den Zustand will ich behalten, dann mache ich eben ZFS Send dieses Datasets, was ich gesnapshottet habe und habe dann den Zustand am Ende des Semesters nochmal gesichert, wenn der Professor nochmal drauf gucken möchte oder irgendwas. Und ich habe das quasi innerhalb von Sekunden wiederhergestellt zu dem Zustand, den ich damals hatte. Aber wenn die bösen Krypto-Aliens kommen, dann sind doch die Snapshots gleich mit? Nee, genau, das ist nochmal die Frage zu dieser Krypto-Alien-Geschichte. Also wenn jetzt die Krypto-Trojaner über meinen ZFS herfallen, die Snapshots, das wird nicht automatisch gemacht, das muss man sich quasi einrichten als kleinen Cronjob, dass die automatisch angelegt werden. Wenn die jetzt meine Platte verschlüsseln, dann die Snapshots, die sind immer read-only, das heißt, die kann ich gar nicht mehr beschreiben, die kann ich nicht verändern. Das heißt, ich kann dann immer mit einem Rescue-System da dran gehen, das habe ich jetzt hier nicht so ausführlich erwähnt, aber ich kann dann immer sagen, ZFS Rollback zu einem Stand vor der Infektion oder bei einem Virus oder was auch immer es gibt und springe dann zu einem Zustand zurück, der noch heile war oder der noch nicht diese Fehler hatte. Das kann auch ein fehlgeschlagenes System-Update sein oder ein Paket-Upgrade, was eine neue Version bringt, die meinen Webshop nicht mehr laufen lässt oder irgendwas. Dann springe ich eben auf den Zustand zurück, vor diesem Update oder vor dem Systemschaden, was auch immer eingetreten ist und habe dann wieder den Zustand von damals. Verliere natürlich die Daten, die dazwischen drin angelegt wurden, aber meistens ist mir der saubere Zustand dann sicherer, als diese Kryptodaten zu haben. Und so kann man sich ganz einfach retten, indem man das regelmäßig macht. Und es gibt auch so Backup-Tools, die dann quasi nach so einem Großvater-Vater-Sohn-Prinzip die Snapshots dazwischen dann auch wieder löschen. Das heißt, die machen dann aus täglichen wöchentliche, aus wöchentlichen monatliche und aus monatlichen dann jährliche Snapshots und alles, was dazwischen drin, wird dann quasi weggelöscht. Und hat man halt so eine riesen Snapshot-Liste. Aber man hat trotzdem diese Möglichkeit, weiter in der Vergangenheit zurückzurollen. Okay, alles klar. Dann vielen Dank. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen mit den ganzen abgespaceden Bildern. Und ja, noch viel Spaß auf der intergalaktischen Erfahrungsreise.